Karpfen gesotten und ist nur im Weg. Sie leben bei Ihren Eltern? Ja, absolut vernünftige Leute. Nur wenn Weihnachten kommt, verlieren sie den Verstand. So was würden Sie über Ihre Eltern nie sagen? Das wird nicht stimmen. Bei mir stimmt's auch nicht wirklich. Warum sagen Sie es dann? Mein Lieber, ich bin kein begnadeter Dichter. Bei mir muss ein Wort nicht immer partout das Richtige sein. Kommen's. Ich kann zu Fuß gehen. Ich glaub's. Bin's gewohnt. Ja, ja. Bin schon als Bub stundenlang durch Eis und Schnee gestappt. Und lassen sich dieses Vergnügen auch als Erwachsener nicht nehmen. Jakob? Wir fahren nach Alpelt über St. Kathrin. Jawohl, Herr Bauer. Ja. Die Federung ist nicht die beste. Ich kenne solche Schlitten nur vom Hinterherschauen. Mit Neid? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mit meinem Schicksal nie gehadert. Allenfalls habe ich mir gedacht, wenn ich als Bub so auf der Straße dahingestapft bin durch den Schnee, womöglich schwer bepackt, und so ein prächtiger Schlitten ist an mir vorbeigeflitzt. Und in dem Schlitten ist vielleicht der Wachtler gesessen. Wer? Na, der Baron Wachtler vom Schloss. So. Was haben Sie sich dann gedacht? Ich habe mir gedacht, ein bisschen krumm ist es doch eigentlich in dieser Welt. Da sitzt so ein starker Mann und lässt sich dahinziehen mit so viel überschüssiger Kraft. Und ich kann mein Bündel kaum da schleppen. Wie oft sind Sie ihm denn begegnet, dem Herrn Wachtler vom Schloss? Was ist? Wenn ich es recht bedenke, einmal nur. Aber das habe ich nicht gemerkt. An einem Weihnachtstag wie heute, ich war 12 Jahre alt, als ich die Christtagsfreude holen ging. Ich wollte noch ein bisschen schlafen lassen. Peter! Aufwachen, aufstehen. Du musst nach Ratten runter. Zum Spreizhäcker, zum Holzhändler. Er schuldet mir Geld. 2 Gulden und 36 Kreuzer. Für einen Lerchenbein. Ich lass bitten drum. Ja, und du hast schön anklopfen, gell? Aber nicht an der vorderen Tür, Peter, sondern an der hinteren. So wie es gehört. So, doch und die Hauben tust du runter. Denk dran. Und mit dem Geld gehst du zum Doppelreiter und kaufst 2 Maß Semmelmehl, 1 Kilo Rindschmalz und um 2 Groschen Salz. Und das bringst du dann zu Haus. So. Und jetzt isst deine Milchsuppe.
was die Meisterin heute holt. Die Orgelmöten, Peter. Dem Messner sei Puls krank. Ja. Basti, du musst jetzt fest anziehen bei den Zahn. Geh, Rosi, komm, wir fangen an. Und du Basti, immer fest anziehen, eins ums andere. Ich bin nicht klug geworden aus dem Lied Tauet Himmel den Gerechten. Wie war das zu verstehen? Ich hab mir fest vorgenommen, den Vater beim Nachhauskommen zu fragen. Doch erst hieß es Schulden eintreiben. In der Ratterner Kirche, da gab's ein Bild mit 14 Nothelfern. Einer musste doch wohl dabei sein, der fürs Schulden eintreiben zuständig war. Aber welcher? Edel! Früh bist dran! Du, nimmst mich mit bis zum Spreizäckerhaus. Du musst gleich Holz kaufen. Na, Schulden eintreiben. Beim Spreizäcker? Ja, warum denn nicht? Glaubst du, der zahlt nicht? Der zahlt ganz gewiss nicht. Und ist er auch schuldig. Edel! Glaubst du, der Spreizäcker hätte das schönste Haus im Ort, wenn er kein Geiz gekriegt wäre? Ich muss das Geld aber haben. Du brauchst zum Einkaufen, Hansl. Sonst haben wir kein Christusessen. Das wird den Spreizäcker so wenig stören wie den Kaiser von China. Was gehst du nicht gleich zum Doppelreiter und bittest, dass er dir die Sachen anschreibt? Grüß dich. Wenn der Spreizäcker zahlt, dann langt. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Du, nimmst mir mit hinab zu dem Zugfahren. Ich fahr erst am Abend spät, bis alles verkauft ist, weißt? Und das braucht seine Zeit. Komm, steig auf. Am Festtag, da warten wir alle was auf. Das ist schon. Ach, das stimmt nicht. Aber wenn's warten willst, so. Die Mutter braucht die Sachen aber. Ja, hoffentlich kriegt sie's auch. Hey! Sehen? Wen? Spreizäcker. Wenn du meinen Rat willst, dann laufst rundherum zum Hintereingang. Das hab ich der Vater schon gesagt, dass ich hinten anklopfen soll. Wie ist es gehört? Nicht deshalb.
dass da der Spreizecker nicht auskommt. Danke, Hansl. Bitte. Bitte. Ja. Grüß dich, Bauer. Willst du dich aufwärmen? Geh dir aufwärmen, ist kalt heute. Nein, mir ist nicht kalt. Der Vater lässt den Herrn Spreizecker schön grüßen und bitten ums Geld. Was? Ach so, ja, richtig. Das Geld. Du bist der Waldbauernbruder, gell? Bist früh aufgestanden heute, hast du einen weiten Weg hinter dir, gell? Rosten ab, setz dich hier aufs Banke, ja? Lass den Vater schön grüßen. Und gute Feiertag wünschen, ich komm dann nicht zu euch hinauf. Da werden wir uns dann schon gleich werden. Und Geld. Herr Spreizecker. Denn? Ich bitte gar schon ums Geld für den Vater. Ich hab nix bei mir. Ja, alles ist gut. Ah, der Spreizecker. Vierte. Bis Gott, Herr Pfarrer. Du weißt nicht viel bei der Rorate. Ich bitte gar schon ums Geld, Herr Spreizecker. Was schreist denn so? Ich muss Mehl kaufen, Schmalz und Zucker und darf meinen leeren Sack nicht heimkommen. 12 Meter war er hoch, der Lärchenbaum, Herr Pfarrer. Und ganz allein hat ihm gefällt, der Vater. Du hast ihn gekauft, Spreizecker. Und noch nicht zahlt. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Du kannst das. Mehr habe ich nicht. Den Rest kriegt der Vater in 14 Tagen. Ja, ist gut, Herr Pfarrer. Dankeschön, Herr Pfarrer. Schon gut, Kleiner. Zwei Groschen Safran und zwei Kreuzer Neugewürz. Grüß dich, gute Baserin. Was darfst du sein? Zwei Kerzen, ein Leib Brot und ein Stück Seife und drei Semmeln. So, da hast du Safran gemacht. 15, 3 Gulden, 15 Kreuzer. Da ist ein Gulden. Den Rest zahlt der Vater zu Ostern. Zu Ostern? Und in welchem Jahr? Wenn der Köhler zahlt. Was los, Simst? Los ihn. Alle allen, alles los. Was wollen? Da kommen wir bald am Bettelstock mit deiner Gutheit. Der Waldbauer hat schon oft auf Borg genommen, Frau, und hat sie immer rechtzeitig zurückgezahlt. Schau doch ins Buch, ist ja schon alles durchgestrichen. Ich brauch nicht ins Buch schauen. Ich weiß ganz genau, wer und was und wie viel schuldig ist. So, da hast du Zucker, Helmut. Waldbauer. Sie lässt das schon nach. Fröhliche Weihnachten. Drei Gulden, 15. Einen hab ich aber gezahlt. Ein Konto. Ein Gulden macht 2 Gulden 15. Könnt ihr noch 5 Semmeln haben? Semmeln gibt's beim Bäcker. Aber warum soll er sich denn den weiten Weg noch machen, der arme Bub? Das ist eh so viel Drohung, schwer zum Waldbauernhof. So, da hast du's. Semmeln, noch was? Ja, 2 Lakritzen. Na, hast du schon gefragt? Zwei Lakritzen.
Mach schön, Frau Doppelreiter. Ja, wir sehen uns zu Ostern. Ja, warte noch ein bisschen, gell? Du hast ein paar Zwetschgen. Zwetschgen? Nein, nix da. Das ist für unterwegs zum Naschen. Schöne Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wo schiebst du denn hin? Rund zu. Aha, ja. Warte ein bisschen. Dann können wir ein Stückchen miteinander gehen, gell? Was schleppst du denn da? Sachen für den Christtag. Ah, gute Sachen, ha? Wem gehörst du denn? Dem Waldbauern. Was? So weit musst du heute noch rauf? Ja. Ja, dann musst du auch tauchen. Ich tu's schon. Ja. So ein langer Marsch. Du bist gut geschlafen heute Nacht, hä? He? Ich wird nicht geschlafen. Heute ist Christnacht. Ja, was willst du sonst tun? Fortgehen. Nach St. Kathrein zum Etten. Was? Nach Kathrein? Den weiten Weg? Ja, um 11 gehen wir fort. Und um 2 sind wir wieder daheim. Ja, das ist nicht Christentum, du. Und der Tag so wie ins Tal in der Nacht nach St. Kathrein zum Etten. Na, so viel Christentum habe ich nicht, aber. Und du kannst der Bindel da hinten in meinen Korb reinschmeißen, ne? Dann kannst du ein bisschen ausrosten, ne? So, da. Ui, na, der ist aber schwach, ne? Warum soll so ein alter Esel wie ich nicht einmal tragen, ne? Dank dir. Ja. Das wird mir aber keiner glauben. Wo denn? Dass der grüne Kilian mir mein Bündel tragen hat. Ja, warum soll das keiner glauben? Na ja, weil du halt kein Guter nicht bist, sagen die Leute. Schau, schau, schau. Aber du weißt das jetzt besser, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, dann packen wir's. Sag einmal, was hast du denn da? Ein Bündel drin? Mehl. Schmalz, Zucker, Safran. Cool. Ja, ja. Die Weihnachten, da rennen sich die Leute in Aufregung, in der Frömmigkeit ein, die überhaupt gar nicht stimmt. Der Christtag ist ein Tag wie jeder andere, für uns eins. Für die Reichen natürlich ist jeder Tag ein Christtag. Für uns jeder Tag kein Freitag. Kein Freitag ist aber auch schön. Ja, für die Fisch haben beim Pfosten und Zucker und Butter und ja, und so gute Sachen, nicht? Weißt du was? Jetzt nehmen wir da die Abkürzung, gell? Auf geht's. Ja. Komm! Wo bist du denn? Kilian! Kilian!
fehlt denn? Was hast denn? Der Kilian da vorne hat meine Sachen. Er wollte sie mir tragen. Tragen? Der Kilian? Ja. Bist du gescheit? Komm auf. Ja. Werden wir gleich haben. Und? So. Je! Was denn? Her mit den Sachen vom Wurm! Sag mal, doch mal. Wenn man mal ein guter Mensch ist. Undankbares Volk! Satz. Alle miteinander. Nie mehr wieder, dass ich einen hilft. So wie nur. Du glaubst, wir haben ihn Unrecht an? Bestimmt nicht. Yeah! Er hätte aber vielleicht auf mich gewartet. Ja. Nächstes Jahr, wenn du wieder was Feines gehabt hast, fürs Christtagsessen. Ich hätte es ihm nicht sagen dürfen. Was? Dass er kein Guter ist. Er ist auch kein Guter. Er tät aber vielleicht einer werden, wenn man es ihm sagen tät. Was? Dass man dran glaubt. Eh, weder. Ich hab ja noch gemeint. Du, kommst dir halt nichts aufgewartet, was du schon wieder heimfährst. Doch, denk dir. Der Erste hat mir gleich meine ganze Fuhr abgekauft. Wie hat er ausgeschaut? Warum? Na ja, das könnte ja einer von den 14 Nothelfer gewesen sein. Wie ich heim.